3, 2, 1, Pull. Das ist der Conduit. Das ist der Conduit. Das ist das in der Mitte. Das ist der Conduit in der Mitte. Ich zieh mal raus. Du das gekauft? Das einfach raus an den Rand irgendwo. So weit es geht an den Rand, wie es geht. Ja. Das sieht zwar so aus wie Soak, aber nicht Soaken, bitte. Jetzt bei 14 Energie, Ventrax, hältst du dann ein Auge drauf. Da raus einfach, da einfach raus. Da musst du raus. Das ist nicht zum Chargen, Dingsen. Ich war drauf. Ja, bitte. Ja, bitte, ja, bitte. Es sah aber so aus wie eine Soakfläche. Wie dumm ist das denn, ey? Au. Warum zu baiten? Oh, ich habe die Combo überlebt. Okay. Man darf niemals, also man muss immer abwechselnd taunten. Das müsste, glaube ich, soaken, ja. Ja, das müsste soaken. Okay. Seins durchgegangen? Ja, sind mehr durchgegangen. Vorsicht. Zieh den mal. Er macht noch einen Leap wahrscheinlich. Baitet den mal irgendwo da an den Rand, wenn es geht. Da ist das Charge Smash, raus da. Das ist, dass sie selber Animation hat wie eine Soak-Fläche, ist halt so. Wait, what? Muss man nicht so? Ich glaube, das muss man so. Da stand das macht einmal nur 100k Hit, 100k Damage im Tooltip stand da. Oh, oh sorry. 70 Energie. Na, gar nichts. Ja, aber. Ich zieh ihn rein jetzt. Vorsicht, der wird jetzt wieder diese Dinger ausspucken. Oh, da ist der Frontal. Ach, der ist gar nicht vom Tank abhängig. Ha, ich habe nichts damit zu tun. GG. Komm rein jetzt, Onum. Boss, komm, komm. Okay, er wird jetzt wieder gesaugt. Doch nicht. Vielleicht auch das Ding in der Mitte? Ja, okay. Jetzt. Hat der Damage Increase in Debuff? Was ist das? Drained, okay. Boah, wie langsam verliert der Energie? Ach du Scheiße. Na, viel Spaß, Alter. Also sollte man vielleicht doch nicht bis auf 97 bringen, oder? Ja, lass doch mal weiter. Kann man das irgendwie canceln? Nö. Der ist gestunt, der schläft. Wenn er auf 0 ankommt, wird er anfangen, einen Roaring Blaze zu casten, was uns alle knockbacken wird, aber der darf nicht drin stehen. Mal kurz hier stacken, baiten wir dann die maybe oder sind die random? Jetzt da real, da ist ein Knockback und dann müssen wir ihn rausziehen jetzt. Das war's. Das ist der Boss gewesen. That's it. Fertig. Aber diese Dinger, die spawnen nicht. Oh. Diese Welle muss man actually abfangen, war das nicht so? Musste man nicht abfangen? Einer musste die, glaube ich, abfangen, ja. Nee. Und da nicht drin. Das ist dieses Ding, was man. Haben die den Tooltip verkackt? Also im Tooltip steht, jeder, der drin steht, wird 2,4 Millionen kriegen plus ein Dot und jeder außerhalb kriegt 333k Damage. Die haben den Tooltip verkackt. Alter, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gelesen haben, dass da Wellen kommen und die Wellen muss man soaken. Ich habe mich selber schon gewundert. Einer muss drinstehen. Das macht aber keinen Sinn. Das sind 5 Stück. Wie soll man denn da drinstehen? Und das hat auch nichts gemacht. Ich bin durchgelaufen, das hat nichts gemacht. Dafür muss man aber seinen Slam abfangen als Meteor. Ich reg mich gerade insane auf. Oder ich bin dämlich, I don't know, aber das stand nicht. Ich lese das nochmal nach. Das stand nicht so da drin. Mm-mm. Wo war die Soak-Fähigkeit noch? Da, Blast Wave. Was ist hier? Das ist was anderes. Ich bin bei dem falschen Boss. Shadow Lava Blast. Rashok stamps the ground with his weapon, crushing all enemies in 75 yards in front. Das ist was anderes, das ist der Frontal. Charge Smash. Der macht 2-4 auf alle, also da nicht drin stehen. Genau. Und außerhalb dann die 333k. Jetzt 250 auf HC. Oh! Ja, okay. Ja. Da steht aber nicht, dass es. Okay, kommt mal alle rein. Da müsste normalerweise der Text split between all players. Das steht da nicht, right? Nee. Genau. Nee. Gut. Und dann gibt's aber noch was mit Shadow Lava. Und zwar, war das die Doomflame oder was war das? Wo? Ja, Doomflame. Rashok blasts Shadow Wave Lava across the room, inflicting Shadow Flame damage to all players within 5 yards of impact. If this spells to fit the player. Ach, das sind nicht die Wellen, das sind diese kleinen Soak-Kreise. Okay, dann ist nix. Dann, ich bin trotzdem sauer, dass halt nicht drin steht, dass es Split Between ist. Okay. Gut, wir werden den Boss immer entweder da oder da tanken. Okay, Ventrax? Also nicht in der Mitte, aber an dem Rand davon. Ja, weiß, damit wir alle in einem Kreis um den Boss stehen können, damit wir immer zu jeder Welle, die auf dem, also zu jedem Soak-Meteor
Ja. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich. Wir dann nicht die Lava-Dinger auch in der Mitte? Der hat genug Zeit rauszulaufen. Okay. Der hat 5,5 Sekunden Zeit rauszulaufen. Das ist egal. Okay. Die Lava-Dinger nebeneinander stecken? Komm mal. Aber ja, nicht ganz nebeneinander. Mach mal mindestens so 5, 6 Yards Abstand. Die dürfen auf gar keinen. Ich weiß nicht, ob die sich berühren dürfen oder nicht overlappen dürfen. Also da stand zwar, overlappen darf nicht, ich glaube, man darf sie nicht übereinander. Also übereinander darf man auf keinen Fall. Machen wir trotzdem 5 Yards Abstand. Wir haben auch genug Platz im Raum. Wenn ihr den ersten super weit ablegt, dann geht das. Okay, let's go. Starten wir denn da, wo er ist? Also in dem Zirkel da vorne? Ja, einfach bis Skull und gut ist, ja. Kannst du machen, euch. Pur Single-Target, ne? Wenn ihr gleich muskeln wollt, hier ist nichts los. Lass einfach so weit raus, wie es kannst. So weit raus, wie es geht. Sehr schön. Wieder zurück einfach ein bisschen. Das nicht abfangen. Das nicht abfangen. Kannst du ruhig da stehen lassen. Das alle abfangen. Ich MC. Alle abfangen. Ja. Und wieder spadden und die Dings abfangen. Okay. Was? Der hat aber auch. Du hast das andere einfach geparried. Ne, er hat es nicht gecastet. Er hat das nicht. Normalerweise muss er auch drei machen. Das einfach soaken alle eine. Ja. Gut. Raus, soweit es geht. Ich gehe jetzt schon mal in die Mitte, ja? Vorsicht, achtet drauf, nicht mitmoven. Sammelt euch mal alle auf. Es geht, ist schwer zu stacken. Ja, so wahrscheinlich mit Adventure schon co-arbeiten dann. Ja, einfach zwischen Totenkopf und X oder so moven. Geht ja easy, mehr genug Zeit. Wieder auf X oder so. Einfach immer in diesem Freibeam. Und Knockback kommt in 3, 2, 1, Knock. Und wieder zusammen. Das war's. Das war der Boss. Bei der nächsten Fläche kann vielleicht auch nochmal gucken, ob in Blickrichtung irgendwie das die Lava rauskommt oder so. Ja. Das ist jetzt fast überlappt. Okay, das ist ihm egal. Vorsicht mit den Lava. Dann kommt gleich wieder das. Kommt ein bisschen näher ran. Jetzt kommt wieder der Soak Slam. Ja, da ist er. Kommt wieder näher ran. Darkness vielleicht. Darkness. Wieder spread ein bisschen. Macht euch ready für Soaken von den Meteoren draußen. Earth and Crush. Legen wir Upsurge. Du bist Set sein. Oh, ich hab den auch. Ich hab das da eigentlich schon getauntet gehabt. Die Kombo ist auch eigentlich Unsinn. Normalerweise muss er mindestens dreimal casten, sonst macht die Kombo keinen Sinn. Zockt. Kommt wieder ran. Nicht doppelt zocken, ihr habt doppelt Debuff dann, das ist nicht so geil. So, wenn ihr jetzt schon in der Mitte ziehen, ist wieder 50 Energie. Ah, die sind Overlap da hinten, ne? Die sind hinten Overlap gewesen. Ich glaube, das war Overlap, ja. Geht einfach irgendwo anders raus, Leute. Nicht immer in diese. Das ist jetzt der vierte und der dritte, die sind beide in die anderen rein. Einfach weg irgendwo anders hin. Wir haben ja genug Platz. Aber das war's. Mehr ist das nicht. That's it. Legit, das Einzige, was wir einteilen müssen, ist pro Phase und wann wir da reingehen. Mit den Heilern müssen wir absprechen. Was ist euch lieber? Eine 50-0 Phase, eine 75-0 Phase oder eine 99-0 Phase? Lieber eine 50-0, du wie gerade eben war das schon fein, right? Wahrscheinlich irgendwie auch 150, oder? Je nachdem, wie die Cooldowns dann resettet sind. Ja, wir können ja selber gucken, wann wir es reinziehen wollen. Wir haben 50 ja war jetzt eigentlich fein, aber eben waren wir halt alle schon fast tot wegen ja dem großen. Versucht mal nicht doppelt zu soaken. Ich habe gesehen, dass die Mages, die mit Iceblock waren, trotzdem zwei Debuffs hatten. Ist das korrekt gesehen gewesen? Habe ich das falsch gesehen? Olof, Tuvalo? Ich glaube, Olof. Was ist korrekt? Hat jemand von euch doppelsockt mit Eisblock? Ich hab's versucht. Ja. Aber eins ist durchgegangen einfach. Wir hatten ja, eins hat weiterhin den Kristall oben dran gehabt, also das war ansaugt. Achso, das war einfach nur der Death 2. Hatten wir alle zwei. Versucht mal zu immunisieren, ob ihr trotzdem den Debuff bekommt. Sonst können wir vielleicht einen doppelten machen, ja? Wir checken. Wer ist er noch? Ganz reden. Und wenn der Boss bei Skull steht, Ventrax, und der erste Debuff, der erste Dings kommt auf X, dann zieht ihn nicht zurück zu Skull, sondern zieht ihn einfach nur hier und das reicht, damit wir nicht so mega viel moven müssen, ja. Geh los. 5, 4, 3, 2, 1.
Macht euch ready, steht schon am Rand, damit ihr als nicht so mega weit genau damit laufen müsst. Gut. Slam kommt wieder näher ran, nachdem ihr den Wellen ausgewichen seid. Ich aim sie das. Danach wieder verteilen für die Soaks. Tank Combo vorher. Wenn das die Welle ist, dann musst du was ziehen. Das ist der Crush. Die Welle spotte ich dir. Es geht trotzdem auf. Okay, man muss vorher. Es macht auch gar keinen Sinn, dass das. Oh, wait. Entweder so kommt alle 30 Sekunden die Tank Combo. Ich wollte gerade sagen, dass dann einer beide. Dass du halt tauschen kannst, dass du immer nur einen Hit abkriegst. Das war nicht gut. Da kann man es durchziehen. Personals. 50 Energie. Mhm. Vorsicht, die Welle ausweichen. Ich ziehe in die Mitte. Wir werden zwischen Totenkopf und X dancen. Sammelt euch erstmal auf X. Watch the feed. Und dann einfach zwischen Totenkopf und X in der Airflow mehr oder weniger dancen. Hier würde man obviously nach links laufen. Ich mach die Marks mal weg. Ihr wisst genau, wie man laufen muss. Okay, nächster Slam. Stellt euch schon mal irgendwo an den Links. Rauslaufen damit. Soweit es geht weg. Nicht zu den Mob. Das wollen wir. Genau das haben wir ja gerade dreimal gesagt, Siox. Ja? Wir wollen nicht als Initial zu den Mobs, sondern weg davon, wenn es geht. Da alle rein. Vorsicht, achtet auf die Wellen, während hier drin steht. Ja, jetzt wieder spreaden für die Magma Waves. Denkobo? Ja. Du hast aber Debuff gedroppt, ne? Oh, Vorsicht, Schildball, okay. Ich hab den anderen noch abbekommen, du musst im Cast runter, also am Anfang vom Cast. Ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Ich kann den Solo tanken, den Boss. Ja, ich glaube, die Timer sind wrong. Danke, Blood. Sehr schön. Den bitte weg. Nicht in die Richtung, sondern so weit weg, genau, wenn es geht. Dann, Energie wieder? Was ist für euch angenehm? Ich zieh ihn jetzt rein. Was ist für euch angenehmer, wenn wir die alle auf einer Seite fixaten? So dass ihr immer noch nach vorne guckt und niemals von hinten überrascht werdet? Ja, ne? Oh, man ja. Muss 2 Minuten warten. Ja. Wir können gar nicht nochmal reinziehen. Oh, das ist das Anjedi. Ah, jojo, oh, okay. Das meinen die mit, dass er nach dem Cast Unyielding Rage hat und so lange nicht rein darf. Ah, okay. Das heißt, wir müssen 75, 75, 75 machen, ne? Die ganze Zeit? Ja, einfach 90 oder hat so. Hat doch nur mit. Wenn ich das beim ersten Try schon sagen soll, dass er da einen Buff hatte. Ja, das Chaos, das heilst du weg, ne? Nächstes Mal. Ja, okay. Also eigentlich ist es mir, was wollen wir machen? Pass auf, ich gebe euch mal ein Beispiel. Also wir haben Laberflächen, die Wellen auslösen, da und da. Ich glaube, das wäre das Angenehmste, right? Weil dann kann man mit der Kamera nach vorne gucken und man sieht jede Welle. Statt dass man hier 2 hat und da 2, dann müsste man immer nach hinten gucken, korrekt? Oder nach Möglichkeit alle in einem Viertel. Ja, das ist ein bisschen assi, weil dann kann man, wenn man zum Beispiel, wenn man hier zum Beispiel solche Flächen ablegt und Stern, also man blau schluckt, spuckt eine Welle aus und die muss erst durch Stern wandern, bevor man die sieht. Weil die Animation von der Fläche ist halt riesig, weil da dieser große Blob drauf ist. Man hat viel weniger Zeit, die Trajectory sozusagen von diesem Wave zu sehen. Also voreinander würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Ich würde es in eine Hälfte machen. Ja, genau, eine Hälfte, richtig. Also von hier, 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 aber hier. Aber trotzdem nah aneinander ablegen, das wird so nah es geht, korrekt. Oder so. Ja, so nah es geht, damit das halt ein bisschen besser ist. Und dann werden wir das so machen, okay. Okay, dann drehen wir den Raum um. Das heißt, wir ziehen den Boss an der Mitte vorbei, hier hin, damit wir nicht komplett auf die andere Seite müssen. Sprich, wir legen die Dinger hier so ab. Ja, sucht euch ein Ding davon aus und legt das dann drauf ab. Ihr könnt euch schon vorher da ein Portal oder ein Transcendence machen, dann seid ihr halt instant da, kommt wieder zurück, transcenden, wie auch immer. Und wir ziehen den Boss hier hin, du tankst ihn dann bei Skull oder so, ja? Jo. Okay. Dann, check. Und wir ziehen den bei 75 erst rein, das heißt, ich habe die Tank-Combo auch noch nicht ganz verstanden, weil da steht ja der Nächste, das heißt, er müsste ja mindestens 3 machen. Aber er macht nur 2. Das ist ja, weird. Oder entweder das müsste so 1-Minuten-Debuff sein, dass ja. Du halt entweder dadurch swappst. Denke ich nicht. Das ist ja die Combo. Oder dass es halt eine Dreier ist. Ja, das soll eine Dreier sein. Da steht auch Combo im Namen. Die wollen, dass es wieder so eine Leviathan. Ja, dann müsste es ja ein dritter Spell kommen, oder nicht? Genau, dafür müsste ein dritter Spell kommen. Ja. Das ist wie Lihuvim, das ist wie Guardian, das ist wie Shaddaa. Das sind alles oder wie Skolex. Die erste Welle, so weit an den Rand, wie es geht. So, let's go. Genau das meinte ich mit dem Transcendence. Perfekt.
Jetzt könnt ihr einfach von hier aus immer an den Rand gucken. Soaken gemeinsam, das eben sehe ich. Guckt auf die Wellen trotzdem, immer auf die Welle aufpassen. Und jetzt spreaden und bitte soaken auch diesmal. Nicht nur die Midis, die bis an die letzte Fläche gehen. Spreadet euch, spreadet euch. Ich lasse dir das einfach. Das ist ja, du hast Schildblock. Okay, wow. Oder Schildblock und Schildblock. Dann ist aber der Tooltip falsch, right? Dann ist, glaube ich... Ja, entweder das bufft sich gegenseitig, ja. Oder... Dann ist der Tooltip falsch, weil du hast viel zu viel Damage bekommen für Schildwall. Das heißt, sobald der Cast ansetzt, muss der andere spotten. Jux, willst du... Wie verwirrt bist du denn, Bro? Digga! Ey, was soll ich denn machen? Ich habe da eine Fläche gesorgt. Ja. Ich bin geused und wie soll ich auf die andere Seite kommen? Ist mal ehrlich. Ja, aber das hat doch nach der Fläche... Nichts mit verwirrt zu tun. Nach der Fläche hattest du 1 Milliarde Jahre Zeit und du hast ja auch mit dem Ding rechts, links, bis dann kannst du rechts... Das muss ein bisschen schneller gehen, mein Schatz. Das war zu langsam. So, das sind raus. Achtet auf die Wellen noch nebenbei, ne? Ich zieh den jetzt in die Mitte, aber wir haben die Fläche von Xeox CDs. Okay, das ist super ass. Guck dir Bordzone auf die Wellen. Ich zieh ihn jetzt in die Mitte. Jetzt kommt die Heiler-Scheiße. Achtet während ihr Dance auf die Dinger und auf die Wellen. Die ganze Zeit auf diese Wellen achten. Das ist halt super nervig. Die Wellen kommen in der Phase nicht. Oh, big. Das ist big. Du hast recht. Tranquility. Knockback kommt. Vorsicht, lasst euch nicht in der Lava will locken. In 3. 2, 1, Knock. Ihr versucht dann hinter dem Boss die nächste Fläche abzulegen. Ja, ganz an Rand, soweit es geht. Ganz an Rand. Noch ein bisschen ja, ohne zu überleben. So ist perfekt, so ist perfekt, so ist gut. Totschall geht. What the fuck? No way! Er geht in so ein Oh mein Gott. Ja. Kommt hier rein. Und wieder spreaden jetzt. Im ganzen Raum bitte spreaden. Vergesst nicht, nachdem ihr gespreadet habt. Tenkobo, pass auf. Ja, ich nehme mal alles. AMS absorbiert das einfach komplett. Ja. Ich bleib DK auch bei dem Boss. Sockt. Vergesst nicht, in ungefähr 10 Sekunden. Oh, da hinten noch eine. Sehr gut. Und jetzt kriegt ihr wieder Lavawelle, ja? Ihr habt noch Zeit. Jetzt ist die Lavawelle da und jetzt hast du Zeit zu regieren. Okay, das war jetzt nicht unbedingt der eleganteste Weg, aber okay. Hat das eigentlich auch Fall of Damage? Das hat kein Fall of Damage, nein. Ja, hier hat gar nichts eigentlich Fall of Damage. Tank-Combo kommt. Mal gucken, ob ich ohne irgendwas. Also, ich hab nur Lich. Ich hab so aus dem Leben geprügelt. Imagine, ich zieh einen 40% CD, ich komme auf 20% Lock, drück einen 45 Sekunden CD und krieg gar keinen Schaden davon. Und drück die nicht und ist auch instant tot. Ja, AMS ist halt ein bisschen broken, ne? Ich könnte jetzt auch wieder in die Mitte gehen zum Abstecken. Das macht er aber immer gleich. Er macht diesen Front, hat er vorhin auch bei 86 gemacht. Er macht das immer nach dem Front, bei 86%. So, jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 von den Dingern. Jetzt wird der Boss langsam auch härter. Ich glaube, das ist ein Boss, den man so bei 30% erst... Ah, nee, nicht unbedingt. Ich glaube, man will Frontloaded Damage haben dafür. Weil pro Fläche macht der Slam auch mehr Damage und seine Kombos machen mehr Damage und alles macht mehr Damage pro von diesem Surge, den er hat. Ja, das war's. Das ist der Boss, right? Ja, dann skippen wir Single Target, skippen wir Mobility. Warum ist Mobility seit 2 Raids so insane wichtig, Mann? Irgendeinen Vorteil muss ja Beastmaster Hand haben. Aber das Totstellen geht dann Olof, Tovalo, Invis? Das ich hab's safe, seitdem das gehabt. Safe also, Forks, das dann Dings. Wir gehen alle auf Night Elf für Shadow Meld. Das wollte ich gerade sagen, wenn Night Elf Meld geht, dann ist der Boss, der macht ja gar nichts. Denn aber dann werden sie es auch fixen. Die werden es fixen, 100%. Ah, das wäre jetzt OP. Das wäre. Ja. Gar keine Flächen zu haben, ist ja whatever. Ich denke, er wird jetzt entweder neu casten und einfach durchgehen, ja. Ich mach mal. Aber Shadow Meld ging noch nie in Bossfights. Stimmt, das kann sein, dass nur das also, nicht geht, ja. Und Hunter konnte ja schon öfters sowas benutzen. Xayl und Mensch noch Reds annehmen. Let's go. Welche Boss erste? Mord City, was ist das für eine Frage? Welche Boss erste? Erfüllt das AMK. Was, letzte Bosspreis?
Hey Jack. Was möchtest du wissen? Was der erste Boss des Raids ist? Der ist bei uns im Dings verlinkt. Ja. Discord. Und dann First Kills. Nicht First Kills hier, PTA-Boss-Videos. Da seht ihr welche. Das ist Boss 1, das ist Boss 2. Das, was wir jetzt gerade machen, ist Boss 4. Wie los? Okay, dann lass uns den mal töten jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Erster Schlag, kommt in 2, 1, raus damit. Lauf, Bruder, lauf. Ja, da ist super. Sammelt euch hier bei dem MC. Die kommen auch immer gleich, ne? Die Dinger, die werden nie wechseln. Es ist immer dieselbe Reihenfolge. Spreadet euch für Meteore. Weil das ist turbo-scripted. Achtung, der Kombo. Soaken und danach die nächste Fläche ablegen. Wenn es geht, so nah an der alten, wie es geht. Kommt in 3, 2, da, let's go. Okay. Sind das die Lecks oder warum sieht das alle so aus, als würde im Laufen noch irgendwie aus... Achso, wegen der Welle. Du hast die Welle ausgewichen, ne? Nicht zu weit nach hinten ziehen. Ja, ich bleib hier stehen. Der macht jetzt eine Frontal gleich noch. Ah, er macht noch mal das Meteor, ne? Er macht noch einen Meteor. Meteor into Tank-Combo und dann... Also Tank-Combo. What? Digga, ich hatte IBF abgehabt. Na gut, 1,28 Millionen. Ich glaube, der Debuff fällt länger, als der Debuff anzeigt. Oder sie haben es gerade Hotfix. Ich glaube, sie haben es gerade Hotfix. Kann das sein? Nee, nee, 30 Sekunden hält meine. Ich muss mal gleich gucken, ob ich den Debuff noch hatte. Und in die Mitte. Let's go. Sobald ihr einen Safe Spot habt, dann könnt ihr diesen Safe Spot immer wieder einnehmen, weil die Wellen sind halt immer wieder gleich, right? Der Boss kriegt keinen Schaden. Doch, der kriegt Damage, oder? Ja, der kriegt Schaden. Ja, was? Als wär's, als das wäre ja insane. Das wäre einfach die DDs AFK oder was? Die ganze Zeit, der kriegt nichts. Doch, doch, der kriegt Schaden. Und nicht vergessen, der nächste Smash kommt sofort. Lasst euch nicht verwirren und lauft direkt dann, wenn es geht. Aber die Wellen fangen auch gleich an, also guckt jetzt. Knockback kommt, Knockback, 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 Knockback. Und sofort den Smash irgendwo an den Rand ablegen. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ui, Maschallah. Müsst ihr so machen wie Siox gerade. Und die Wellen sind ass. Jetzt ziehen wir ein bisschen weiter gleich. Soak das und dann spreadet euch für Welle. Ich nehme mal wieder den Boss für Dings. Für den Kombo mit EMS. EMS ist aktiv. Das ist probiert. Meteore werden sie fixen, das wird relevant sein für uns. Meteore into nochmal Smash, ja. So. Guter Dash. Nice, Blood. Blood ist insane, ne, bei sowas. Das ist Blood Stärke. Seox, lauf, lauf. Ja, ich glaube, da hättest du einfach nach hinten reagieren müssen. Also, da hättest du einfach wahrscheinlich dann einfach das Run geben müssen, ne? Weil das Ding ist jetzt natürlich jetzt komplett ass. Wieso kriegst du das auch? Du hast bis jetzt fast jeden davon abbekommen, kann das sein? Ja, gefühlt ja. Der hat keinen Bock auf dich, Alter. Tank-Kombo jetzt, Vorsicht. Lass mir mal die Tank... Da, Flaming Upsurge. Earthen Crush. Es ist eineinhalb Sekunden oder eine Millisekunde davor ausgelaufen. Dann Soaken. Ah ne, das musst du erstmal raus, danach Soaken. Der letzte Debuff oder ein Debuff davon? Ein Debuff davon, der Earthen Slam Debuff. Der war noch bei 0, und wir ziehen in die Mitte. Okay. Und der andere war der noch ab oder war der schon down? Ne, der war schon down. Also dieser Searing war down und der Earthen... lass uns abfliegen. Der Searing war down und der Earthen war noch bei 0,4 und er war bei 0,8 Restzeit von dem Cast, dem aktuellen. Und ich glaube, er snapshottet maybe den Amplifier zu Beginn des Casts. Dann kann das... Aber dann werden das... Warum machen die es nicht 5 Sekunden länger, damit das nicht so mega weird ist? Revival. Also was mich gerade getötet ist, auf jeden Fall ein Earthen Slam. Ich kann das in der WOT nachgucken, ob ich den Debuff noch hatte, weil 1,8 Millionen ist natürlich nicht etwas, was... Krieg ich mal A für Marker? Klar. Weil maybe ist es ja... Der Raum ist ja in vier Dings eingeteilt, dass man halt pro Dingsphase drei Flächen auf einem Viertel ablegt. Das kann man nicht so gut machen, weil die Leute sind ja spreaded für Meteor und dann sollen sie einfach von der Meteor-Position den
Also umso weiter sie wechseln, umso besser ist es einfach. Wenn man länger Zeit zu reagieren mit den Dingern. Oder? Oder wollen wir uns so... Aber wenn die auf einer Seite gesteckt sind, alle so in so einem Kuchenstück, dann haben wir halt viel mehr Platz zum Dodgen. Und ja, erstens das, aber das ist nicht das, ne? Grundargument. Das Grundargument wäre, wenn die da dieselben Programmierungen drin haben, wie gerade bei den Bomben, dass die Flächen von den Meteoren nicht in Lava-Dinger spawnen, dann wäre es gut, wenn wir uns sozusagen eine Fläche komplett zubauen und dann uns nur noch um drei Flächen kümmern müssen, was Meteor angeht. Weil Meteor ist das Einzige, was uns daran hindert, dass wir eine gestackte Mechanik spielen. Und wenn die Meteore mitspielen bei der Taktik, dann können wir das so machen. Können wir das mal ausprobieren? Ja, machen wir auch. Was ich gerade gesehen habe, ist, dass die Meteore so um die 30 Yards um den Boss rum spawnen. Also die spawnen nicht irgendwo in der Ecke, sondern um den Boss rum. Okay. Aber bis jetzt habt ihr noch nie Meteor gesehen, was in der Lavafläche gespawnt ist, ne? Wo man Gate stellen auf eine Ecke zum Ablegen. Ey, das ist echt literally nicht möglich, wenn rechts, also hier links eine Soakfläche kommt und dann nach rechts, wo wir dann unser Meteor, hier unsere Lavafläche ablegen wollen, das ist unmöglich. Hast du ja gerade gesehen, ich bin gerade bis zur Mitte gekommen mit Dashed. Und wenn die Leute die ablegen, einfach hinten hingaten und dann... Gateway, Grip... Gateway. Ich habe ja hier gesoakt. Ja, und ich kam bis zum Kreisende hier ungefähr. Mit Dash. Dann sollten eigentlich die Leute, die mobiler sind, die hinteren nehmen. Warte mal, ich muss mal eben mal gucken. Ich habe jetzt noch 6 Sekunden Rest drauf. 6, 3, 2, okay. Der Buff ist einfach, der war noch ab, Ventrax. Also ist das so, was du ganz am Anfang sagtest, dass der 30 Sekunden lang, der eine nimmt einfach beide und dann nimmt der nächste beide. Fertig mit FCDs. Hat ein Mili das eigentlich schon bekommen zum Ablegen? Doch, hier, Seculum. Sail hat es ein paar Mal bekommen, Seculum auch, ja. Ich habe ja jetzt auch einmal. Genau. Stay, bist du noch da bei uns eigentlich oder bist du muted? Ich bin da. Okay, perfekt. Nee, weil ich dich noch gar nicht gehört habe, deine schöne Stimme. Pass auf, wir werden jetzt dann dieses, ich mach mal ganz viele Marks rein. Wo ihr es ablegt, ist egal, aber macht diese Fläche mal so gut voll, wie es geht. Vielleicht eins da und dann eins, keine Ahnung. Mach mal so oder so. Dass ihr die drei da so voll macht. Und der Boss wird ja auch mehr oder weniger dann hier getankt, wo Skull ist. Und wenn dann Meteor kommt, dann möchte ich bitte, dass ein Gateway von hier, vom Boss, gegenüber hingestellt wird, bei jeder Fläche. Also stell mal von hier bitte zum Boss. Gateway. So, und was dann passiert ist, wenn ich sage Spread it, dann will ich, dass hier die Dinger, die da hinten gemacht werden, entweder von Leuten sind, die kein Gateway-Cooldown haben oder mobil sind und vorher Transcendence und kein Portal hingelegt Gateway. Haben. Ne, die gehen dann dahin, soaken und dann gaten sie sofort zurück, wenn sie halt den, oder nicht nur wenn sie den Slam haben, sondern die kommen zurück, weil wenn sie den Slam haben und dann erst gaten und blinken, dann wird es zu spät sein. Versucht das mal. Und guckt mal, ob das irgendwas mit Baiten, ne, wird es nicht mit Baiten zu tun haben, right? Das wird nichts mit Baiten zu tun haben, sonst wäre das mit Medi egal. Okay, let's go again. Den Check. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch relativ egal, wie man es macht, weil man kann es auch komplett YOLO und jeder macht, was er will. Wenn man das gamet und einfach spielt, dann ist der Boss, glaube ich, auch fein. Das muss man nicht so mega hart mitmaxen. Let's go. Bullen 5. 3, 2, 1. Pull. Soweit es geht. Boah, was war's? Sehr nah dran, warum? Hattest du gar keine Mobility oder was? Ich kam nicht weiter weg. Okay. Soak das. Okay, ihr seht, wo das Gateway ist, right? Stellt euch mal. Ich zeig den Boss mal hier. Okay, die Leute jetzt bei dem Gateway hinten, nur die, die mobiler sind. Alle anderen bleiben in der Bossnähe. Soaken. Und sofort wieder back zum Ding. Ihr kriegt jetzt das Ding in 3, 2, 1. Liegt das so schnell? Perfekt. Mashallah. Aber nicht sterben. Leute, ihr müsst auf die Wellen achten. Bitte.
Ach, doch. Mhm, die musst du dann nehmen. Nee, ich musste nehmen, weil. Ich taunte den, wenn er anfängt, taunte ich ab. Das ist Search. Der Crush ist immer egal, der macht nicht so viel, aber der Search ist halt. Der macht jetzt gleich Fronte wieder, oder? Der macht erst diesen. Also danach. Genau, danach macht er Fronte, ja. Ah, ich hab gesehen, dass du geportet hast, aber der war noch fertig, okay. War aber gut. Okay, wir ziehen in die Mitte. Achtet auf diese Wellen, ja. Die sind schon ziemlich asozial. Legt euch mal ab, ich habe eine ganz andere Idee. Legt euch mal ab. Jetzt kommt's. Ich glaube, das wird so gemacht. Die. Fuden. Die Idee funktioniert nur dann, wenn Dings recht hatte. Ich weiß nicht, wer es war. Dass die Meteore nur bis maximal 30 Grad um ihn, 30 Yards um ihn herum spawnen können, statt im Raum. Wenn das stimmt, dann ist die Taktik, die wir jetzt machen, die beste. Kannst du ranziehen? Ja. Wir werden den Legit komplett bei Skull tanken. Beim ersten Mal. Wollen wir nicht einfach oben rechts da unten denken, wir müssen uns nicht so laufen? Können wir auch, ja, können wir auch. Obviously, ja, können wir auch. Dann kommt mal mit. Wir pullen den sozusagen. Möchtest du trotzdem im Gate haben? Kannst du einfach dann stellen, sobald du siehst, okay, wo die Far Away Entfernung wäre, kannst du dann zerstellen. Okay. Wir werden den Boss legit jetzt gleich auf Skull ziehen, okay? Soweit es geht hier rein, okay? Und dann könnt ihr diese Lava-Fläche auch bei X ablegen oder da. So, Hauptsache, die ist so weit wie möglich am Rand. Geh los. Ziehen hier auf den Tisch, kann ein bisschen lesen. Was? Kann man den avoiden auf dem Sockel? Erste Fläche kommt in 3, 2, 1, da. Lauf. Ja, schon mal gut. Slam kommt gleich. Guck dir diese Lavawelle ab. Genau, tank den da. Der Slam wird auch immer auf Tankpose gebaitet, right? Ja, immer yes, auf Tankpose. Yes. Genau. Okay, dann jetzt von hier außen geht in die Mitte und die Leute, die mobiler sind, ein bisschen weiter in die Mitte. Zum Soaken der Meteore. Meteore kommen. Gucken, wie die spawnen. Ja, die spawnen. Ja. Okay. Die spawnen sogar viel besser, weil die halt an der Wand so. Oh, das ist viel besser. Und neue Welle, neue Dings. Ja, perfekt. An den Rand, so gut es geht. Am besten, genau, fast in den Reihen, ja. Ah, nicht übereinander. Oh! Ja, ja. Ich hab's eben selber noch gemerkt. Nee. Nicht overlappen, Bro. Das ist aber gut gemeint. Ja, das ist so Gewohnheit, wenn du was ablegst. Ist, ne, ist okay. Ich hab's eben selber noch gemerkt, in dem Moment, da stand ich so, nein. Ist okay, Rechtsklick, Report. Report Player. Make a selection. Inappropriate name. Was? Spaß. Okay. Aber ich glaube, die Taktik, also die Idee ist, wie findet ihr die? Ich glaube, das ist am besten, right? Ja, und dann kiten wir sozusagen am Rand immer ein bisschen weiter, oder? Richtig. Aber ja, dann maybe wirklich nur in eine Richtung, denn die dicken Dinger ablegen, dass wir in die andere Richtung. Wir sollten fertig sein, wenn wir bei Skull anfangen, sollte der Boss fertig sein, wenn wir bei X ankommen, korrekt? Also viel länger wollen wir nicht spielen eigentlich. Kommt drauf an. Ja, auf Mythic wird das halt ein höllischer DPS-Fight, Alter. Holy fuck. Das ist Sludge-Fist mäßig. Der Bewegmechanik schon drin, ne? Das heißt, wir gehen im Uhrzeigersinn und legen halt immer hinterm Boss, nicht in der Laufrichtung, halt diese Flächen an. Wenn es geht, ja. Also solange es am Rand, so weit es am Rand ist wie möglich. Aber ja, hinterm Boss ist eigentlich eine gute Idee, ja. Versucht das hinterm Boss abzulegen, wir laufen immer nach. Ja, ist eine gute Idee, ja. Genau.
Okay. Oh, das ist ja insane, dann braucht man ja gar nicht mehr moven eigentlich. Ja, Bull. Weniger halt, ja. Ich glaube, das ist eine gute Taktik jetzt. Ja. Nee, an den Rand. Ja, okay, das ist gut. Was passiert, wenn man da nicht Immunity du use? Brauchst immer auch nicht so weit weg vom Boss wie möglich. Ihr müsst nur an den Rand. So weit weg ist nicht egal. Wir können den Boss immer noch danach ziehen. Tank-Schlag. Braucht nicht mehr drin stehen, ne? Das macht eh keinen Damage. So, Meteor Soaks. Geht, wer steht schon für euch bei Lila in der Mitte, wenn ihr wollt? Soak das bitte vernünftig. Doc, schau dir mal das Pattern an, weil das wird auch immer gleich sein. Komm wieder ran. Nächster Slam in 2, 1 an den Rand. Einfach nur straight an den Rand. Ja, da ist gut. Auf das Ding drauf, ja. Vorsicht. Runtergefallen, fuck. Soak. Wie der Meteor. Zieh wieder an den Rand ein bisschen. Aua, ich hab die nicht gesehen, ich war am Kiten. Fuck, retz mich. Ich hab nichts gesehen. Ich hab mich in die Wand gebackt. Danke für Grief. So, das ist noch einer da. Danach kommt ein Frontal. Wahrscheinlich Doom danach noch einmal, oder? Ne, es kommt erst der Frontal. Ich zieh danach in die Mitte. Und danach in die Mitte, genau. Okay, danach, das war schon gut bis jetzt. Ab in die Mitte jetzt. Okay, let's go. Achtet auf hinter euch, ne, die Dinger hier. Jetzt guckt einfach. Oh, Helimon, no. Hat sich grillen lassen. No. Okay, pass auf. Hört mal ganz gut zu. Machen wir weiter. Achtet auf die Wellen und achtet auf die Einschläge auf dem Boden. Dein Hitbox halt ein bisschen klein, ne? Und wir wollen den gleich wirklich einfach wieder an die Wand ziehen, so schnell es geht. Nicht vergessen, nach dem Knockback, lasst euch wirklich mit dem Knockback auch zur Wand knocken, weil der Boss wird zu euch gezogen, erstens, und zweitens, dann seid ihr schon mal am Rand. Und legt die nächste einfach bei Skull ab, wenn es geht, ja? Guck mal, wo Skull ist hinter euch. Knockback kommt in 3, 2, 1, Knock. Und Skull. Soweit es geht, das war Skull. Nicht so weit, nicht so nah, so dahin. Und jetzt in Skull. Ja. Perfekt. Dann kommt wieder. Kommt wieder ran. Ja, es sind immer dieselben Spieler. Das ist wieder Soak. Da, wo du stehst, ist safe, genau. Und nach dem Soak wieder ein Portal, ein Gateway von hier. Oder vom hinteren Boss am besten, genau. Und die nächste. Kriegst du wieder noch? Okay. So, erstmal Meteor Soak und guck, wo Skull ist. Und nach dem Meteor Soak wollt ihr versuchen, so schnell wie möglich auf Skull abzulegen, ja? So, Soak das kurz. Ich mach den vorm Boss. Guckt auf die Wellen noch. So, Soak-Mechanik kommt in 3, 2, 1. Jetzt und zu Skull. Perfekt. Und wieder danach die Dings-Mechanik. Die Medien und. Oh Gott. Hier müsste es safe sein, wo ich bin. Kommt direkt in mich rein. Das müsste. Ach, die lassen auch aus in der Zeit. Da kommen keine Wellen in der Zeit. Okay, jetzt hören sie wieder an. So. Upsurge, genau. Danach wieder noch ein Dings. Es kommt kein Soak mehr. Ihr könnt jetzt schon mal an den Rand hinterm Boss bei Totenkopf der nächste. In 3, 2, 1. Jetzt zu Skull. Ja. Und danach nur noch der Front. Kommt näher ran. Schnell. Kommt zum Boss. Vorsicht. Das Ding dodgen und danach wieder in die Mitte. Perfekt. Wir haben den Boss durchgespielt. Ab geht's in die Mitte. Absolut clean. Ich spiele auch richtig schön. Guck mal, wie die Dinger liegen. Super nice. So, jetzt wieder aufpassen mit den Wellen, bitte. Gleich. Die setzen ja wieder aus. Okay. Wir sind jetzt bei 3,50, okay? An die Heiler, 3,50. Dass ihr 2 Minuten Heil-CDs. Aber nur wenn ihr zum Anfang zieht, das macht keinen Sinn. Wann war die letzte Phase, Heiler? Bei wie viel? Es sind, glaube ich, 2 Minuten ungefähr dazwischen. Es war 1,30 ungefähr, war die erste. 1,30, 1,35. Dann ist das erste 1,50. Guck mal, Was passiert, wenn er mit so einer Fläche. Also der springt ja auf den drauf. Was passiert, wenn er durch die Mitte springt? Dass du so das Ding maybe canceln kannst. Der darf ja nicht durch die Mitte springen wegen Rage. Naja, also damit er das gezielt für den letzten Trigger, bevor er den Frontal so macht, dass du halt das force, dass er durchspringt. Ja. Und, ja, glaube, das lohnt nicht wegen Energy, denn. Eng mal solo, weißt du? Also habe ich nicht so Lust, da drin zu stehen. Hm. Verlieren wir doch auch viel Uptime, oder?
Sonst. Es wird entweder gefixt werden oder er wird es einfach dann direkt in die Mitte ablegen, weil er abbricht sozusagen und den Slam dann legt, oder er wird es ignorieren und durchziehen. Also es wird einfach. Und ich will, man will man den auch so early triggern, weil das kann man beim nächsten Mal wieder nicht, weil er dann wieder lieber fahren wird. Das wird nur bei dem allerersten Mal gehen, korrekt? Danach hat er eh lieber. Ich weiß nicht genau, wie es mit der Zeit ausgeht. Ja, danach hat er den lieber für mal länger. Aber das war, die Taktik gerade eben war insane. Also genau so spielen wir das jetzt. Also ich lege jetzt. Man kann es nicht cloaken oder sonst irgendwas. Cloaken nicht, aber vanishen, ne? Bei dem Tankstore kann es so sein, dass wir das vielleicht mit Immunity machen müssen. Ich hab's gerade zu cloaken und kannst weder das Ding wegbekommen, noch, also bekommst du auch Damage schon, also. Tanksoak, der Dot danach, der ist zu hart, oder was? Ja, also jetzt geht's, aber die Spieler kriegen alle von der von dem kleinen Soak einen Dot und dann von dem großen. Dann haben sie alle, also es gibt Overlaps, wo man dann beide Dots hätte, und ich glaube, das wird auf Mythisch zu doll oder zu hart ticken. Ich kann mir vorstellen, dass du auf Mythisch die Gruppe eh teilen musst, dass man einen Debuff bekommt zum Soaken. Weil er länger hält. Dass man nicht zwei ineinander socken kann. Wie viel HP habt ihr? Also die Dots machen, ich glaube, der Tank-Dot macht 29k und der von den kleinen Flächen macht irgendwie so 31k pro Sekunde. 400k. K30. 330. 380. Die 400k vom Warlock ist auch witzig. Es müssen. Also, wenn 5 Leute drinstehen, seid ihr alle tot. Wenn 6 Leute drinstehen, würdet ihr halt mit irgendwie 10% überleben. Dann müssen nicht alle rein. Dann kommt mal einfach die Milis rein, die 10 Milis, ja, Gruppe 1 und 2. Und der Rest kann draußen bleiben, dann habt ihr nicht so viel Damage. Dann ist es nur irgendwie 250k. Dann nicht alle rein. Ja, Heiler versucht mal so ein bisschen, wenigstens Phase 1 und 2, so ein bisschen zu unterteilen. Wer dann die dicken CDC, 3 Minuten einmal da, da einmal Ramp oder so. LPC. Okay. Magic? Wie viel Damage macht mein Trinket eigentlich? Ach, das ist Jacket, danke. CB. Let's go! Den ersten bei Skull, ja, nicht vergessen. Oder so weit wie möglich an der Wand. Bei Skull hinterm Boss. 3, 2, 1, go! Und voll Damn, let's go. Kannst du wieder so. Fängst du an jetzt? Nee, du kannst wieder so. Ich hab auch so Single. Also, ich muss halt kurz zu. Let's go. Achte noch auf die Welle, die danach kommt. Zog kommt, da müssen nicht alle rein, wie gesagt. Nur die Minis reichen aus. Du hast jetzt so Krieg, denk dran, gleich den Combo. Ich glaube, es müssen alle drin stehen, oder? Nö, war fein. War völlig fein. Ja, weil alle kriegen noch ein AOE, die draußen stehen. Ja, das ist egal. Der AOE macht genauso viel Damage wie das. Aua, ich hab nicht drauf. Setz mich. Wieso hab ich Akku? Du hast es einfach. Ich weiß, du hast die ganze Zeit Akku gezogen. Flame soaken und dann nicht vergessen, es kommt in 3, 2, 1. Jetzt zu Skull dann wieder. Nicht überlappen. Nicht überlappen. Oh, was war ein Klos vom Überlappen. Noch einmal Tank-Kombo. Dings-Kombo. Nicht alles so, das reicht. So, guck mal, alle kriegen denselben Schaden und die drin sind, die kriegen auch noch einen Dot. Und das ist halt hart. Tank-Kombo kommt. Und danach der nächste Soak zu Skull und dann ziehen wir in die Mitte. Guck zu Skull einfach. Jetzt. Da. Danach näher rankommt der Rest, weil jetzt kommt direkt ein Frontal. Direkt ein Frontal. Ja, und danach ziehen wir langsam in die Mitte. Ich lebe los dann. Ja, ich habe immer noch Akku. Ah, jetzt hast du getan, okay. Gut, jetzt mal. Ach ne, wir haben schon Retzen auf mich gewirkt, ja. Wie viel macht die Fläche? Ich nehme die mal als Tank, um zu gucken. Nicht so viel. Die macht nicht so viel, ne? Ne, die macht nichts eigentlich. Die macht schon was, aber. So. Ja, ein bisschen, aber ist nicht verbreitet. Also. Hier ist Leerwandler ob von Guts aus. Okay. Guck hinten hinter euch. Direkt hinter euch an der Wand ist ein Totenkopf. Da wollt ihr gleich hin. Ihr lasst euch eh dahin knocken. Also. Easy peasy. Knock kommt in 3, 2, 1. Knock. Zu Totenkopf. Jetzt. Perfekt. Nicht übereinander. Oh, das macht das nicht zu close, please.
Tank-Kombo sorgt wirklich nur 3-4 Milis. Das reicht. Also, was ist 3-4 Milis? Milis plus Tanks plus die beiden Milis. Das reicht. Das reicht. Das ist schon zu viel. Das waren jetzt 12 Spieler, ne? Müssen wir aufpassen. Tank-Kombo? Hast du was? Ja, du hast schon. Ja, okay. Ja. Meteor-Soak außen. Meteore jetzt. Einer muss vorne noch sorgen. Guck, wo Skull ist. Und guck, wo Skull ist. In 3, 2, da, jetzt Skull. Ja, lauf, lauf. Ja, Tank-Kombo gleich. Hm, ich hab CDs. Vorsicht hier. Ihr habt noch einen Soak hier vorne. Die beiden Demon Hunter bleiben mal draußen. Die bleiben Demon Hunter, der Rest sonst wie auch gerade eben. Ja, das ist okay. Achtung auf euren Debuff, ne, dass ihr eventuell Death CD zieht. Ich hab Death CD. Ja, guck zu Skull. Derjenige zu Skull, alle anderen müssen näher an den Boss. Ein Lieb noch zu Skull, into Frontal, into Mitte. Guck mal, dass mit dem Frontal nicht zur Mitte guckt, dass er anders invadet, damit wir einfacher dodgen können. Ja. Ja, so ist okay. Ist gut. Los, ist der Frontal gerade Dings gestorben, damit es despawnt? Invis geht. Ach, Invis war es auch, perfekt. Siehst du? Okay. Achte auf die Welle noch, da kommen noch ein, zwei Wellen und danach. Wo will der hin? Hallo? Und hallo! Konduit, bist du da? Zieh mal wieder raus und wieder rein. Jetzt springt er noch. Jetzt ist eh wipe, oder? Der macht gar nichts. Du siehst ihn komplett rausziehen und wieder reinziehen, okay. Bro. Ja, der macht ja nicht mal seinen Enrage. Achso. Ah, zurück, denkst du? Increase Damage Done by Searing Slam by 500%. Das ist doch, wenn er schon 100 erreicht hat, dann kann er nicht mehr drain oder sowas. Stimmt doch ein Tipp, oder? Der macht dann eigentlich seinen Enrage und killt alles instant. Ja, er kriegt doch Sticking Damage auch schon 10 Sticks. Nee, das ist dann links Lava Infusion. Aber stimmt, du hast. Aber stand halt drin, der darf keine 100 erreichen, sonst kann er nicht mehr drain. Okay. Oh, der wird jetzt wehtun. Das Ding wird wehtun. Oh, das wird. Maybe ist das dann, dass man das mit Absicht gegen Ende macht. Oh, also, das ist dann der Soft Enrage, dass man am Ende den nicht mehr absorgen lässt und dann einfach den tötet, bevor er uns tötet, right? Weil man halt am Ende das sonst nicht mehr irgendwie. Wo war das mit dem, dass er das hinten. Das war unter nicht Unyielding Rage, sondern. Was? Wo war das? Ganz oben bei seiner Energie eigentlich, ne? Ja, Ancient Fury ist das, wenn der 100 Energie reached, ist boom. Aber das hat er ja gerade nicht gemacht. Ja, das ist buggy. Normal sollte der auch reingehen und channeln, das zweite Mal. Das hat ja, er hat es nicht gemacht. Also Ancient Fury hat er, halt ja, er hat Ancient Fury einfach nicht gecastet. So probiert. Aber das war auch vorher buggy. Wir waren rechtzeitig in der Mitte und dann erst hat er 100 Energie erreicht, weil er bei 96 oder so erst in der Mitte gezogen wird. Maybe durch den Invis war buggy, dass er dann, also wenn die Fläche nicht gespawnt ist. Okay, was Kenneth sagt, ist auch interessant. Man kann anscheinend nicht zwei Flächen gleichzeitig sorgen, so wie sie spawnen. Ja, weil Olaf gerade mit Eisblock am Rand von einer drin stand und die andere hat dann trotzdem noch ausgelöst. Wenn Trixie und Chaos, ihr wart eigentlich nicht geplant, dass ihr da drin steht, aber wenn ihr drin stehen bleiben müsst, um zu sorgen, dann muss ich noch ein paar Leute raushauen. Dann die beiden Demon Hunter nicht drin stehen. Lass die Demon Hunter drinnen, die leechen sich, also. Das. Ja. Ja, gut, wir dann brauchen halt deutlich weniger Heil als jeder andere Melee. Dann Robert und die beiden Monks, bitte nicht so. Ich kann drin bleiben, ich krieg gar keinen Damage. Ja, okay. Also, wie gesagt, dann aber 3 will ich abziehen, das ist zu viel. Also, 10 waren zu viel, 12 waren eh zu viel. Das kommt gar nicht über durch den Absorb halt, ne? Ja, also dann Robert und die beiden Monks einfach nicht drin stehen bleiben. Ihr könnt drin stehen bleiben, wenn ihr gerade einen Death-CD habt, aber ihr könnt den Death-CD auch für andere Sachen nutzen. Okay, wir haben nur noch 8 Minuten, dann kommt nach vorne. Der vorletzte Try war ziemlich gut. Wir waren aber 40% oder was? War der beste Try bis jetzt? Weiß ich nicht, aber das gucken wir nochmal. Heiler, ihr seid soweit fein, was Mana angeht und Heiler-Einteilung für die zweite Intermission bei 4 Minuten? Jetzt? Jo, einem Heiler mehr sollte es besser laufen. Wieso, warte nur drei, hat jemand DD gemacht oder was? Ich dachte, Helimo war relativ früh weg. Achso, okay. Achso, ja, weil er tot war, ja. Let's go. Pool 8. 5, 4, 3, 2, 1.
Totenkopf in 3, 2, 1, go. Guck, wo die Wellen ist. So, Roberts und die beiden Monks nicht. Der Rest der Milis kann. Verteilt. Ja, ist viel angenehmer zu halten. Aber wir den nächsten Mal nur zu zweit nehmen? Können wir machen. Meteore. Jetzt. Okay. Und bei Totenkopf in 3, 2, go. Den Kombo dann noch? Machen nur die Tanks jetzt, ja, oder was? Ey, lass okay. mal nur, nur die Tanks, gucken, nur ob die das... Tanks, ja. Nicht, keine rein dann, nur die Tanks. Self-reflection. Okay. Revival. Aber ich hab jetzt alles gezogen dafür, dann habe ich. Ah, mein Baby, ich überlebe das. Ich überlebe den da. Der ist eine Sekunde vorher abgelaufen. Noch einmal Dings hier, Vorsicht. Sing Slam, so Skull. Danach Frontal. Mhm. Okay, legt euch nochmal ab. Wenn das ist das zweite Mal, dass du während des Puls gerade eine ganz frische neue Idee hast und dann was reinbringst und. Das hast du gerade im Try davor auch gemacht, ne? Wenn, guck mal in der Wort gerade. Mitten im Try so ganz random einfach eine neue Idee. Lass uns mal das ziehen. Mach mal, lass uns mal einen Try ganz kurz die Taktik sticken. Ich will eben im letzten Try ganz kurz die Taktik fahren, ja? Wenn es geht. Deine Taktik, weil du wolltest tryen, wie viel drin sein sollten, dass es kein fataler Schaden ist, oder nicht? Was meinst du? Also in dem Tank-Song, wie viele Leute da rein können sollten, damit es kein gravierend hoher Schaden ist. Ich habe einfach nur die 1,8 Millionen durch die 350k genommen. Die wir halt durchschnittlich haben, das sind halt ungefähr 5 Spieler. Und wie wir das machen, ob das halt jedes Mal auch die beiden Tanks nehmen können, kann auch sein. Aber es wird den Braten am Ende nicht fett machen. Ich glaube, so wichtig wird das nicht sein. Auf Mythic werden wir uns einfach angucken, was dann Echo und so machen. Das ist egal. Was nur wichtig ist, was mir nur wichtig ist, ganz kurz, jetzt nicht mitten im Pull ganz frisch irgendeinen neuen Vorschlag, weil das ist super verwirrend gewesen für die viele. Kommt mir das nur so vor oder haben wir insgesamt als Raid deutlich weniger Schaden gefressen, als mehr Leute drin standen? Also der gesamte Raid ist eben gedroppt, als ihr beide Tanks zusammen alleine gesucht habt. Das kam dir nur so vor, ihr habt denselben Damage gefressen wie immer. sogar mehr. Nö, finde ich nicht. Weil laut Tooltip, du bekommst 31k jede Sekunde für 10 Sekunden und es geht immer in den Initialschaden. Der Initialschaden war aber ungefähr ähnlich. Nur weil halt mehr Leute den Initialschaden bekommen haben, sah es halt so aus. Aber es ist leichter heilbar. Es ist weniger Mana-Waste, weil du halt nur einmalig den Rate von 70 auf 100 toppen musst, statt halt permanent den Dot oben zu halten sozusagen. Aber scheiß mal drauf. Hört mal drauf, was ich sage. Wir pullen jetzt. Und es zocken ganz normal immer dieselben Spieler. Also außer die beiden Windwalker und der Krieger. Und sonst sind einfach alle rein und dann haben wir keinen Stress. Dann nutzen wir die Hots und den Overheal und wir haben nicht so viel an Mercedes wegzahlen. Okay, jetzt nicht mal, mach mal dies, mach mal das, macht einfach das, was wir schon die ganze Zeit machen. Ich will einmal gucken, ob ihr den linkt. Totenkopf. Ja gut. Wirkt das nur so oder regelt ihr alle immer 1,5 GCD später? Das ist bis jetzt bei jedem gewesen. Vorsicht, der eine links. Spellet euch schon mal. Reserviert einen Meteorschlag. Tank Ability. Zockt. Ich mach schon. Oh, Vorsicht. Okay. Und nochmal bei Skull. Go. Zockt. Nochmal bei Skull gleich. Und dann Frontal. Ihr könnt schon mal näher an den Boss gleich gehen. Ein Kombo? Mhm, hab ich. Zu Skull, der Rest näher ran und baitet zur Wand. Geht alle schon mal zur Wand. Das ist für beide Flächen, ihr müsst ihr an der Wand stehen. Das zur Wand. Und den Bait zur Wand des Frontals. Jetzt den Frontal baiten. Ihr müsst halt nur mit der Welle aufpassen, ne? Gut, ab in die Mitte. Kannst du ziehen. Ich reiz meinen Nock. Ist halt kacke, glaube ich, wenn ihr da. Dann lass uns lieber doch den. Ja, okay. Mach weiter. Achtet auf die Welle, okay.
Tranquility. Divine in. Knockback in 3, 2, 1. Knockback zu Skull jetzt. Go, go, go. Roar. Perfekt, sehr schön. Soaken, die ganzen selben Leute. Somnium hat da meine Darkness rein in den Tank gleich. Darkness. Danke. Meteor soaken und dann wieder zu Skull. Kannst du, hast du? Sag Bescheid sonst. Okay. Ja, ja, ja. So, okay. Meteore jetzt, guck beim Laufen bitte immer auf die Welle. Da ist wieder eine Welle. Welle beachten. Und geht auf Meteor-Position. Währenddessen trotzdem Welle beachten. Und wieder zu Skull. Skull, Skull. Skull. Go. Sehr schön. Welle beachten. Danach wieder Melee-Soak. Oh, das ist nicht so geil. Ich zieh dir mal hier ein bisschen. Vorsicht, hier wird der Melee gesucht, hier ist auch safe. Gut. Und wieder an die Wand hinten. Da bei Skull. Guckt auf die Wellen, ja, die sind jetzt ein bisschen asozial, die Dinger. Und zu Skull into Frontal Dodgen, ja. Kommt jetzt. Guckt auf die Wellen kurz, diese Welle wird gefährlich. Frontal Dodgen auch jetzt. Raw. Während des Frontal Dodgen sich die Wellen fressen. Das hat nämlich gerade Mensch und Memnock getötet. Ab in die Mitte. Du stehst schon, okay. Perfekt. Okay. Noch eine Welle kommt gerade. Ja, eine Welle kommt, noch eine Welle kommt. Die kommt super asozial. Vorsicht. Ja, ja, gut, gut, gut. Okay, das Ganze noch zweimal ist aber dead. Das Problem ist halt, dass man die Wellen sind langsam genug und spawnen auch so infrequently, dass man halt damit arbeiten muss, dass man jede einzelne Welle beachtet. Okay, macht mal weiter. 20 Sekunden haben wir noch einen Retz. Wie sieht es aus mit Heilung? Wollen wir Trixie retzen dann? Ja, ne? Damage sollte fein sein. Knockback in 3, guckt hinten bei Skull. 2, 1. Knockback kommt. Kommt zu Skull. Kommt zu Skull, kommt zu Skull. Roar. Okay. Symbol of Hope. Soaker of Bosi. Achtung mit der Welle, Achtung mit der Welle. Da ist safe, wo Ventrax steht. Ich habe Trixie nicht in Range, wenn jemand dran heilen. Meteore, während der Meteore-Positionierung, guckt auf die Wellen. Okay, die Welle kommt noch, während ihr Meteor sorgt. Pass auf, guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Guck, guck. So, jetzt soaken und währenddessen die Welle beachten. Ganz hinter dem Boss ist auch noch einer, wenn er kann. Die Dev-CDs. Ja, das hätte jemand zogen müssen. Wer war das? War das du das, Wu? Der da stand und dann Last Second da rein wollte? Ich wollte den Boss halt nicht sehen, ich hatte schon reserviert. Nee, ich den wollte von der anderen Ecke Seite noch hinjeten. Ich stand da hinten drin, ne? Oder es ging mir um den hier bei Skull. Das war irgendjemand mit ja, zwei Buchstaben. Ich stand links von dir jetzt quasi. Ja. Ich wollte nicht meine verlassen und dann da reinzugehen, weil dann wäre meine nicht gesucht gewesen, wenn ich so Last Second reingehe. Ist halt ass, wenn da eine spawnt. Okay, kriegen wir noch einen Try hin? Hat er denn despawned den Boss? Nein, ne? Spawnt, by the way, nicht aus jedem Spawn was raus. Es spawnt ja immer nur aus 3. Also ist das ja egal, wie viel wir haben oder nicht. Und er hat ja auch diesmal den Buff nicht, dass er mehr Schaden macht. Was meinst du mit es spawnt nur aus 3 Wellen, oder was? Der hat einen Buff. Echt? Alle 15 Sekunden spawnt aus 3, keine Ahnung, von diesen Dings, die Pillar raus. Guck mal nochmal, ob wir noch einen Try machen können. Obwohl, brauchen wir noch einen Try? Ich meine, wir haben jetzt alles gesehen. Der Boss hat den Buff, das nur bei 3 war. Naja, aber es kommen mehr aus mehr als 3. Das habe ich ja eben nachgeguckt. Ist auch der Tooltip, dass es, that causes three random. Der ist respawned, wir können noch einen Try. Warum ist er noch respawned? Das ist doch 11 Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt kein Source mehr bei Memnock und Trixie. Ja, dann macht Feierabend. Ist ja eh schon spät, ist ja eh Freitag. Ihr wollt Diablo zocken gehen, glaube ich, ne? Ja, nice. Also der Boss davor war taktisch auf jeden Fall deutlich anstrengender. Der ist halt, das wird halt ein Boss sein, der.
uns belohnen wir dafür, dass wir M+ gegrindet haben. Weil umso mehr Damage und HPS wir haben, umso einfacher ist das, weil Taktik sitzt. Also Mythic ist halt, keine Ahnung, was noch besser dazu kommt. Mal gucken, wie schwer es wird. Aber Throughput wird halt wichtig, Max-HP wird obviously wichtig und ein bisschen die Augen aufmachen, was die Wellen angeht. Das heißt, hat einige noch getötet. Die werden auf Mythic garantiert One-Shot werden, dass man diese Welle nicht soaken darf. Gut, alles klar.